Und hier nochmal herzlich willkommen hier bei uns im Sea Life Center und hier im Aquadome Berlin. So, welcome again to the Sea Life Center and to the Aquadome Berlin. Sie befinden sich gerade im größten freistehenden Aquarium der Welt und das einzige mit einem Aufzug. You are now standing in the world's greatest freestanding tank and the only one with an elevator. Der Aquadome hat eine Höhe von 25 Meter, einen Durchmesser von 12 Meter. Von der Innenscheibe zur Außenscheibe sind es 3 Meter. The aquarium is 25 meters high, the diameter is 12 meters, and the distance between the inner circle and outer circle are 3 meters. Die gesamte Konstruktion hat ein Gewicht von 2000 Tonnen, wobei der Fahrstuhl alleine 25 Tonnen wiegt. The entire construction weighs 2000 tons, whereas the elevator just by itself weighs 25 tons. Im aquarium haben wir 1 Million Liter Wasser und 33 Tonnen Salz aufgelöst. 1 Million Liter Wasser, darunter kann man sich ja nichts vorstellen. Ich gebe einen Anhaltspunkt, das ist eine volle Badewanne am Tag und das über 20 Jahre. We are now surrounded by 1 million liter of water and 33 tons of salt. Einer unserer vielen Stars hier drin ist natürlich die kleine Blaue mit der gelben Schwanzflosse. Das ist die Dory von Findet Nemo, der Planet und Dr. Fisch. The most famous fish in this tank is the small blue fish with a yellow tail fin. This fish is known by almost every child in the world of Dory from the movie Finding Nemo. It's the petted surgeon fish. Wenn Sie einen kleinen gelben Fisch sehen mit einem schwarz-weiß gestreiften Gesicht, dann sehen Sie die sogenannten Fuchsgesichter. If you see a small yellow fish with a black and white striped face, then you see the fox faces. Im Aquarium haben wir insgesamt ca. 1500 Fische aus 80 verschiedenen Arten. Der Aquarium contains 1500 Fish of 18 different species. Um uns herum befindet sich übrigens das Radisson Blue Hotel. Auch nicht schlecht für die Gäste, die hier direkt ein Zimmer haben. Fenster auf, mehr Blick und das mitten in Berlin. By the way, around us, there is the Radisson Blue Hotel. Die kleinen silbernen mit den gelben Schwanzflossen um uns herum, das sind die Silberflossenblätter. The small silver fish around us with the yellow tail from the south silver moons. Wenn Sie einen schwarzen Fisch sehen mit einer sichelförmigen Schwanzflosse, eigentlich sehr markant, dann sehen Sie den Rotzahndrückerfisch. Das ist der aggressivste Fisch hier im Aquarium, wird auch gerne Vampirfisch genannt, aufgrund der spitzen Eckzähne. If you see a black fish with a crescent tail fin, then you see the red tooth triggerfish. That is the most aggressive fish in this tank, also called vampire fish, because of its red receding eye teeth. Wenn Sie hier oben einen Fisch sehen mit einer langen Nase, eigentlich sehr auffällig, eine lange Nase wie Pinocchio, dann sehen Sie die Langnasen-Nashornfische. Die übrigens auch mal ihre Nase verlieren, zum Beispiel im Kampf, das ist aber nicht weiter schlimm, denn die wachsen. If you see a fish with a long nose like Pinocchio, then you see the spotted unicorn fish. Wenn Sie jetzt in Richtung Fahrstuhltür schauen, für die untere Etage in wenigen Sekunden zu sehen, da sehen Sie eine kleine silberne Leiter bzw. etwas weiter oben eine Tür. Das ist der einzige Ein- und Ausgang in unser Aquarium. Von hier aus tauchen täglich 3 bis 4 Taucher ab, um die Scheiben im Aquarium zu putzen. Das ist ein Fulltime-Job, wenn man so will, wird wirklich jeden Tag gemacht. Ja, und von hier oben werden dann auch unsere Fische gefüttert. On the front side now you can see the diver area of the aquarium. Every day 3 to 4 divers go into the tank in order to clean the windows and to observe the fish. It's a full-time job, they do it every day.
So, wir machen hier oben jetzt einen kurzen Halt, fahren aber gemeinsam wieder runter. So, we make a little stop here, but this is not the end of our journey. Vielleicht noch mal kurz was zu den Scheiben im Aquadom gesagt. Die kommen aus einer Firma aus den USA, wurden in einem speziellen Schweißklebeverfahren hergestellt. Das Acrylglas hier oben hat eine Dicke von 16 cm und unten aufgrund des erhöhten Wasserdrucks sogar 22 cm. The panes of the aquadome are made in the US and are made of acrylglass. The panes here in the higher level are 16 cm and in the lower level 22 cm thick.